Der heutige Vortrag, das werden Sie wahrscheinlich wissen und Sie haben es auch schon gehört, findet im Rahmen unseres derzeitigen Ausstellungsprojektes in der Kunstkammer statt, mit dem wunderbaren Titel In Love with Laura, ein, wie ich finde, ganz fantastisches Sommerthema. Was gibt es Schöneres als die Liebe? Und wir haben in diesem Ausstellungsprojekt ein einziges Kunstkammerobjekt in den Fokus genommen. Es ist natürlich nicht singulär präsentiert, sondern hat sehr gute Gesellschaft bekommen. Und man darf wohl sagen, dass es sich hier tatsächlich um eine der bedeutendsten Porträtbüsten des 15. Jahrhunderts und um eine der wenigen gefassten Marmorskulpturen der Renaissance handelt. Es ist die weibliche Büste von Francesco Laurana. Kuratiert, organisiert hat diese Ausstellung mein geschätzter Kollege Dr. Konrad Schlegel, der sich heute die Moderation am Abend mit mir teilt. Er wird später noch die Fragen moderieren, sofern von Ihrer Seite welche kommen. Aber die Idee wurde geboren von zwei Herren. Das eine ist Fritz Fischer, mittlerweile pensionierter Direktor der Kunstkammer und Direktor der Universität Wien, Professor Sebastian Schütze. Die beiden Herren hatten die Idee zu diesem Projekt und wie ich erfahren habe, haben wir Professor Schütze auch die maßgeblichen Leihgaben dieser Ausstellung zu verdanken und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als dass er heute hier noch einen Vortrag hält und uns quasi in die Sommerpause entlässt. Es ist ein bisschen wie Eulen nach Athen tragen, ihn vorzustellen. Sie alle kennen ihn natürlich und wissen um seine Position. Und nichtsdestotrotz erlauben Sie mir bitte, ein paar wenige Worte zu seinem Werdegang noch zu sagen. Sie wissen, Professor Sebastian Schütze ist von Hause aus studierter Kunsthistoriker, Historiker und klassischer Archäologe. Er hat in Berlin promoviert und wurde eben da habilitiert. Wichtige akademische Stationen waren die Freie Universität in Berlin, natürlich wie für jeden Kunsthistoriker, der sich viel mit italienischer Kunst beschäftigt, die Bibliotheca Herziana in Rom, aber auch die Queen's University in Kingston, Kanada. Seit 2009 ist Sebastian Schütze Professor für Kunstgeschichte an der Universität Wien und dort seit 2018 Dekan der Historisch- und Kulturwissenschaftlichen Fakultät. Sowie seit 2016 wirkliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und Sie werden alle die Presse verfolgt haben, als er im Oktober, beziehungsweise seit 1. Oktober ist er, seit 1. Oktober 2022, also des letzten Jahres, Rektor der Universität Wien. Seine wissenschaftlichen Forschungen umfassen Themen wie die Kunst- und Kulturgeschichte Italiens, die Sammlungsgeschichte in Wien und Mitteleuropa sowie die produktiven Wechselwirkungen zwischen Literatur und der bildenden Kunst. Seine umfassende Publikationsliste beinhaltet unter anderem Arbeiten zu Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, zur Ausstattung von St. Peter in Rom sowie zur Kunstpatronage von Papst Urban dem 8., um nur einige wenige zu nennen. Er teilt sein großes Wissen aber nicht nur über Publikationen, und das freut uns natürlich sehr, sondern auch als Kurator internationaler Ausstellungsprojekte wie Caravaggio und seine Nachfolger in Rom, eine Ausstellung, die 2011 in Ottawa gezeigt wurde, 2014 in Leipzig Hommage an Michelangelo und 2015 in Bonn eine Ausstellung zu Michelangelo und derzeit läuft noch bis Ende Juli im Palazzo Barberini in Rom eine Ausstellung zu Papst Urban dem 8. und dem Barberini. Und natürlich ist ein wertvoller Input zu In Love with Laura zu nennen und die Initiative zu dieser Ausstellung. Der Titel seines heutigen Vortrages lautet nach einem Zitat des Kunsthistorikers Jakob Burckhardt über Petrarca, einer der frühesten völlig modernen Menschen. Und wir sind sehr gespannt, darüber jetzt mehr zu erfahren. So, ich freue mich sehr auf den Vortrag. Vielen Dank für die Einladung und ich halte immer besonders gerne Vorträge auch im Kunsthistorischen Museum und natürlich erst recht, wenn es eine Ausstellung parallel dazu gibt, an der ich auch ein bisschen mitgewirkt habe. Petrarca
ist natürlich eine der ganz großen Figuren der europäischen Geistes- und Kulturgeschichte. Den werde ich jetzt heute Abend nicht allumfassend Ihnen hier näher bringen können, aber ein bisschen vielleicht doch. Und beginne eben so, wie in dem Titel schon angekündigt, mit diesem etwas emphatischen und natürlich dem der Tonlage des 19. Jahrhunderts geschuldeten Ausspruch von Burckhardt, dass Petrarca einer der frühesten völlig modernen Menschen gewesen sei. Ob man das heute so formulieren würde, weiß ich nicht, aber was sicher zutrifft, ist, dass was zentrale Themen der Moderne angeht, also vor allen Dingen seit der Renaissance, sowas wie Individualität und Selbstbewusstsein, stark eben aus dem Mittelalter heraus in die Moderne projiziert. Da gibt es wohl wenige Figuren, die diese Qualitäten, die wir wohl trotz aller kulturgeschichtlichen Weitung immer noch mit der Renaissance verbinden würden, nämlich Individualität und dieses neue Selbstbewusstsein der Moderne auch gegenüber der Antike, direkt mit Petrarca verbinden würden. Also rechts natürlich Petrarca und links das sozusagen eine der Pilgersträtten der Petrarca-Verehrung, sein Grabmal in Arcueil, also dort, wo er seine letzten Lebensjahre verbracht hat. Nur ganz kurz, woran kann man am besten diesen ultramodernen Petrarca erkennen? Zum Beispiel in seinen Briefen, ja, eine seiner wesentlichen Beiträge zur Literaturgeschichte sind eben seine Briefe, unglaubliche Briefe, ja, mitten im 14. Jahrhundert nimmt sich ein Dichter heraus, mit den Großen seiner Zeit zu kommunizieren, ihnen mitzuteilen, wie er das Verhältnis zwischen Papsttum und Kaisertum sieht, also schreibt an Kardinäle, schreibt an Fürsten, an den Kaiser selbst, ja, und sagt ihm, wie er sich das vorstellt mit dem nächsten Italienzug. Oder auch, zweites Beispiel, natürlich Petrarcas unglaublicher Umgang mit der Antike. Ja, da ist Petrarca vielen seiner Zeitgenossen, die dann Jahrhundert später kommen im Humanismus, weit voraus. Denken Sie an sowas wie, hat ja eine große Sammlung an antiken Kodizes gehabt. Der berühmteste ist sein Vergil-Kodex, der sich heute in der Ambrosiana befindet. Er hat es aber eben nicht dabei gelassen, den Vergil-Kodex ins Regal zu stellen, sondern hat ihn von vorne bis hinten mit Kommentaren versehen und vor allen Dingen, um ihn sich wirklich anzueignen, im besten Sinne, hat er das Frontispiz des Kodex erstmal von Simone Martini malen lassen, ja, um gleich klarzumachen, das ist ein antiker Kodex, aber es geht um Vergil, aber es geht mindestens genauso viel um Petrarca und um die Zeit von Petrarca. Das wären vielleicht einfach nur so mal zwei Beispiele für diese unglaubliche Individualität und dieses Selbstbewusstsein von Petrarca, das eben weit über die Person Petrarcas hinausweist und ein bisschen die Direktion vorgibt, in die es dann auch geistesgeschichtlich weitergeht. Ich möchte jetzt, bevor ich zur Laura Büste selber komme, nur an ganz paar Beispielen kurz aufzeigen, wie wichtig Petrarca, natürlich für die Literaturgeschichte, das kommt heute Abend zu kurz, aber wie wichtig Petrarca auch für zentrale Themen der italienischen Renaissance-Kunstgeschichte und auch über die Renaissance hinaus gewesen ist. Natürlich nur ganz ausschnitthaft. Und ich beginne mal mit einer der wesentlichen Orte im Leben Petrarcas, also 1304 in Arezzo geboren, aber schon mit 7 Jahren, weil der Vater aus Florenz vertrieben wurde, nach Avignon gegangen, an den päpstlichen Hof, wo der Vater als Notar gearbeitet hat. Und diese Spannung zwischen Frankreich und Italien bestimmt das ganze Leben Petrarcas. Ich zeige hier zwei Bilder, die was mit Petrarca in Avignon zu tun haben und die auch direkt was mit Petrarca zu tun haben. Auf der rechten Seite eben eine Landkarte von Avignon und Umgebung. Avignon und hier oben ist Vaucluse. Und Vaucluse ist der Ort, an den sich Petrarca zurückgezogen hat, wo er gelebt hat. Natürlich haben wir keine Rekonstruktion davon, aber die Zeitgenossen, oder hier das 16. Jahrhundert, hat sich trotzdem eine Idee davon gemacht. Da hat er so eine Art Villenanlage gehabt und saß in der Villa. Ja, wir sind hier irgendwie frühes 14. Jahrhundert. Also es ist ein bisschen vor der Zeit, als wir eigentlich mit der großen Villenkultur des 15. und dann des 16. Jahrhunderts sind. Also Petrarca ist sicher einer der ersten Villenbewohner, könnte man sagen, der überhaupt sehr viel mit Landschaft und Natur genießen überhaupt begonnen hat. Und wichtig ist eben links, das ist eine Illustration, so hat man sich im 16. Jahrhundert die Villa von Petrarca in Vaucluse vorgestellt, also so eine Art Loggia. Und natürlich, was tut er da? Er studiert und liest. Ja, aber das gibt uns eine Idee, wenn Sie das Bild links angucken, ist aus einer Petrarca-Edition des frühen 16. Jahrhunderts. Zeigt uns,
wie die ganze Villenkultur des 15. und 16. Jahrhunderts letztlich auf dieses Vorbild von Petrarca natürlich zurückgeht. Und dann gibt es, was die Eroberung der Natur, diesen neuen Blick auf die Natur angeht, neben dem Haus in Vaucluse, nichts Wichtigeres als die berühmte Besteigung des Mont Ventoux, also im April 1336 steigt Petrarca mit seinem Bruder auf den Mont Ventoux. Und auf Berge sind vorher auch mal Leute geklettert, aber was macht er da? Er sieht die Landschaft mit neuem Blick und sieht es nicht nur, sondern lässt die Restwelt daran Anteil nehmen, indem er angeblich noch unmittelbar, nachdem er vom Berg runtergestiegen ist, sich hingesetzt hat und sein Erlebnis in einem langen lateinischen Brief an einen befreundeten Gelehrten Dionisio di San Sepolcro verfasst hat. Und dieser Brief, datiert 26. April 1336, kann als so eine Art Geburtsstunde dessen gelten, was unser Blick auf die Landschaft ist, eben nicht die Landschaft als das feindliche Gegenüber zwischen zwei Städten, ja, wo es dann unsicher wird in der Mitte, sondern die Landschaft als ein ästhetisches Erlebnis. Und genau das kommt in diesem berühmten Petrarca-Brief zum Ausdruck. Der sitzt da oben, guckt da runter und macht eine der schönsten Landschaftsbeschreibungen und natürlich sowieso die früheste Landschaftsbeschreibung dieser Art. Und das ist für die Literaturgeschichte außerordentlich wichtig, aber eben auch für die Kunstgeschichte und ein weites Feld, da könnte man jetzt stundenlang ausholen, tue ich nicht. Hier nur zwei Bilder, die das andeuten sollen. Aus meiner Sicht zu Recht verbindet man die Entstehung der frühen Landschaftsmalerei und hier nur als zwei Beispiele, links eine Seite aus dem berühmten Turin-Mailänder Stundenbuch der beiden Brüder van Eyck und rechts ein Landschaftsbild von Joachim Patinier, verbindet man diese Entstehung der Landschaftsmalerei eben, dass die Landschaft nicht nur irgendwo im Hintergrund ist, sondern eigentlich zum Protagonisten der Bilder wird, auch, natürlich auch, nicht nur, aber auch eben mit dem Einfluss Petrarcas. Und ich gehe jetzt relativ flott vor, ein anderes großes Thema der Renaissance, Gelehrtenporträt, Studiolo, keine Renaissance-Geschichte ohne Gelehrtenporträt und Studiolo. Und links zeige ich eine Miniaturkopie nach dem berühmten Fresko aus dem Palazzo Carrara in Padua. Und dieser große Saal wurde mit einer Ausstattung versehen, die Petrarca mitkonzipiert hat, gemeinsam mit dem Fürsten Carrara. Und da war eine ganze Reihe von Porträts. Und warum zeige ich nicht das Porträt, sondern die Miniaturkopie davon, weil das, was da noch ist, komplett zerstört, übermalt, völlig unansehnlich ist. Und ich zeige auch diese Handschrift hier, die sich heute in Darmstadt befindet, weil sie, wenn ich recht gesehen habe, zum ersten Mal von Julius von Schlosser publiziert wurde und so ein bisschen Lokalstolz Julius von Schlosser im Kunsthistorischen und im Kunsthistorischen Institut muss, glaube ich, auch ab und zu sein. Also das ist ein Bild links, das ist Petrarca selber, der sich im Studiolo darstellen lässt und dieses Bild, aber eben nicht nur dieses Bild, sondern die Gelehrtenkultur, die Petrarca verkörpert hat, hat eine ungeheure Wirkung dann in der Renaissance gehabt, in der Darstellung, in der Idee auch von dem, was Studiolo und Gelehrtendasein ist. Ich zeige natürlich nur ein einziges Beispiel hier, also rechts Antonello da Messina, der heilige Hieronymus im Gehäuse. Natürlich ist das jetzt ein Kirchenvater im Gehäuse, aber in der Renaissance-Malerei ist oft der heilige Hieronymus eben der Anlass, um aktuelle Studioli darzustellen. Dazu zählt das, dazu zählt aber natürlich auch der berühmte Hieronymus-Stich von Dürer zum Beispiel. Und es gibt aber eben nicht nur Bilder von Studioli, die sicher letztlich auf dieses Petrarca-Vorbild zurückgehen, sondern eben auch tatsächliche Studioli, wie die wenigen erhaltenen, hier das berühmteste das Studiolo von Federico da Montefeltre in Urbino und auch in Urbino eben Studiolo, Aufbewahrung von Büchern, Studierraum und Ort für die Darstellung im oberen Bereich von berühmten Männern und wichtig für diese Tradition der Uomini Illustri, also dieser Darstellungsserien berühmter Männer, ist eben auch wieder Petrarca mit seiner berühmten Schrift De Viris Illustribus und dass das Ganze sage ich mal, für die Selbstdarstellung des Herrschers zentral und wichtig war. In der Renaissance sieht man ja rechts in dem berühmten Bild von Pedro Berruguete,
Klammer auf, Fragezeichen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, auf jeden Fall das berühmte Porträt von Federico da Montefeltre mit seinem Sohn Guidobaldo, der sich hier als Waisenherrscher eben im Studiolo arbeitend darstellt. Weiterer Bereich der Renaissance-Kunst, der ohne Petrarca anders aussehen würde, ist die ganze Triumph-Ikonografie, also zurückgehend auf, und natürlich auch hier wieder nicht nur Petrarca, aber doch sehr zentral Petrarca mit seiner Schrift Der Triumphi, also seiner Beschreibung des, wenn Sie wollen, Triumphes letztlich der Ewigkeit über die Liebe, die Keuschheit, den Tod, den Ruhm und die Zeit. Und ich zeige jetzt hier erstmal zwei Beispiele von bildkünstlerischen Darstellungen, Illustrationen dieser Triumphi Petrarcas. Rechts ein Triumph des Todes aus einer französischen Petrarca-Handschrift für Anne de Polignac, so um 1500. Und auf der linken Seite ein monumentales Beispiel, ein Fresko aus der Cappella Bentivoglio von Lorenzo Costa in Bologna, so 1490. Also diese Triumphi Petrarcas haben eine unglaubliche ikonografische Wirkung gehabt. Und im Kunsthistorischen Museum muss ich jetzt natürlich mindestens zwei Stücke aus der Kunsthistorischen Museumssammlung zeigen, um auch die Breite der Rezeption zu unterstreichen. Und das ist eben in diesem Fall einerseits links ein Bildteppich mit dem Triumph des Ruhmes über den Tod aus einer ganzen Serie von 6 Teppichen, so frühes 16. Jahrhundert. Und hier eben auch kombiniert mit der Darstellung berühmter Männer, die auch inschriftlich bezeichnet sind. In diesem Fall sind zum Beispiel Platon, Alexander der Große, Karl der Große unter diesen berühmten Männern um diesen Triumphwagen herum gruppiert. Und nochmal ganz anderes Genre, die Prunkkanne, silber vergoldet aus einer ganzen Prunkgarnitur, wo sowohl die Kanne wie das Bassin mit Darstellungen nach Petrarcas Triumphi geschmückt sind. Und diese paar Beispiele hier einfach, um zu unterstreichen, wie viel Petrarca in wesentlichen zentralen Themen der Renaissance-Kunst steckt. Jetzt kommen wir auch gleich zu unserer Laura-Büste, aber noch nicht ganz. Denn als letztes, und man könnte noch andere nennen, Themenfelder, in denen Petrarca für die bildende Kunst eine Riesenrolle gespielt hat, ist das natürlich sein Canzoniere, also seine Gedichte an Laura, auf Laura, also hunderte von Gedichten, in denen er sich mit seiner relativ unglücklichen Liebe zu Laura auseinandersetzt. Und diese Sonette an Laura sind aber ein wesentlicher Referenzpunkt für den gesamten Renaissance-Diskurs über weibliche Schönheit und haben wesentlich bestimmt, wie Renaissance-Porträts von Frauen ausgesehen haben. Nur beispielhaft links ein berühmtes Manuskript des Canzoniere, heute in Madrid, besonders schön auch durch das Porträt Petrarcas, was Sie ja sehen können, und rechts nur als eines der ikonischen Beispiele für die Wirkung von Petrarcas Schönheitsidealen auf die Renaissance-Malerei, die Madonna dal Collo Lungo von Parmigianino. Und zu diesem Thema allein gibt es ganze Schrankwände natürlich, aber möchte doch betonen, dass für die Wiederentdeckung dieses Themas Petrarca, Petrarchismus, weiblicher Schönheitsdiskurs und weibliches Porträt wirklich ein großer Aufsatz, ein früher Aufsatz von Elizabeth Cropper von zentraler Bedeutung ist und jetzt in den letzten Jahren sehr ausführlich die Wirkung einzelner Sonette und einzelner Beschreibungen von Petrarca zum Beispiel auf das Renaissance-Porträt in den schönen Büchern von Lina Bolzoni sehr ausführlich behandelt wurde. Und jetzt sind wir schon fast beim Thema, was hat Petrarca mit der Tradition weiblicher Büsten von Francesco Laurana zu tun? Ich fange nicht mit der Wiener Büste an, sondern ich fange am Anfang an. Ja, das haben Historiker manchmal so an sich. Also ich fange mit dem Wiederentdecker von Francesco Laurana an, nämlich mit Wilhelm von Bode, der 1888 einen fundamentalen Aufsatz im Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlung geschrieben hat, der bis heute die Grundlage der Laurana-Forschung ist und auch bleiben wird. Was macht er in dem Aufsatz? Er stellt eigentlich nur fest, dass eine Berliner Büste, von der Sie das noch erhaltene Kopffragment sehen, und ich zeige ganz bewusst das Kopffragment, bevor die Berliner auf die schlechte Idee gekommen sind, aus meiner Sicht schlechte Idee gekommen sind, das erhaltene Kopffragment wieder auf einen furchtbaren Gips der Büste, die sich heute in Russland befindet, zu kleben. Und also ich zeige das, was wirklich noch Laurana ist. Also
Wilhelm von Bode hat diese Büste, Berliner Büste, in der Sammlung, stellt fest, es gibt in verschiedenen anderen Sammlungen sehr ähnliche Frauenbüsten, gruppiert die zu einer Gruppe und sagt, aber keine dieser Büsten ist datiert, signiert. Ja? Das heißt, er verbindet diese stilistisch homogene Gruppe mit einem berühmten, heute berühmten, damals weniger berühmten, aber jedenfalls bekannten Namen eines Renaissance-Bildhauers, nämlich dem von Francesco Laurana, den man aus den Schriftquellen kannte. Also ein ziemlich geniales Zusammenbringen von Kunstwerkbestand und dokumentarischen Quellen. Und die Grundhypothese von Bode, das ist die Kerngruppe, das ist im Kern das Porträtwerk von Francesco Laurana, dem ist die ganze Forschung bisher auch bis heute gefolgt. Und ich komme jetzt gleich noch auf die Gründe. Zu diesen wichtigen und ja nur wenigen, ja, man kann sich jetzt an den Ecken ein bisschen streiten, aber die wirklich sicher Laurana zugeschriebenen Büsten sind, würde ich sagen, 7 oder 8. Dann gibt es noch so ein paar Maskenfragmente, da wird es schon etwas dünner, aber sage ich mal, die Kerngruppe sind wirklich nur 7 oder 8 davon. Die schönste ist natürlich im Kunsthistorischen Museum, auf die kommen wir jetzt gleich. Aber, und ich glaube, das ist auch ein wirklicher Mehrwert dieser Ausstellung, wir haben 2 der anderen ganz wichtigen Büsten aus New York, aus der Frick Collection nach Wien gebracht, nämlich diese beiden hier, links die Beatrice d'Aragona und rechts eine weibliche Büste, deren Benennung umstritten ist, wie die aller Büsten, bis auf eben die von der Beatrice d'Aragona, weil es unten drauf steht. Ja, das hätten wir gerne, können Sie ja sehen, links unten beschriftet Beatrice d'Aragona. Das ist jetzt eine interessante kunsthistorische Konstellation, die viele Seiten produziert und auch Spaß macht, auch produktiv ist. Also man hat eine Gruppe von Büsten, hat weder eine Datierung noch eine Provenienz noch einen Auftraggeber und kann jetzt stilistisch und kontextargumentierend versuchen, die in irgendeine Ordnung zu bringen. Interessant möchte ich hier noch darauf hinweisen, dass links die Beschriftung eben eingemeißelt ist und die Büste rechts, aber zumindest eine Inschriftentafel unten hat, die leer ist, von der wir aber wohl annehmen dürfen, dass was drauf stand und wahrscheinlich halt der Name der dargestellten Dame. Jetzt kommen wir zur Wiener Büste. Sie ist in vieler Hinsicht außerordentlich, in der Detailliertheit der Ausarbeitung, aber vor allen Dingen, Frau von Lebedur hat es schon gesagt, weil sie als einzige der Gruppe eine sehr weitgehend erhaltene farbige Fassung hat. Und das macht für die Anmutung der Büste natürlich einen Riesenunterschied, also für die Lebendigkeit des Ausdrucks, für die Wirkung des Ganzen. Und es ist eben auch eine sehr fein ausgearbeitete Büste, auch in den Seitenansichten und auch von der Rückseite. Und das ist jetzt auch eine Einladung in der Ausstellung, sie sich ganz genau anzugucken. Und wirklich, wenn man rumgeht und auch wenn man sie aus verschiedenen Abständen sich anguckt, ändern sich immer die Details. Und das ist außerordentlich wichtig und dafür ist die Büste sicher auch gemacht. Also offensichtlich eine junge Frau, die sehr stark so höfisch distanzierte Eleganz vermittelt, eine relativ geheimnisvolle Ausstrahlung hat, sehr feine Gesichtszüge. Und ich denke, dass sowohl diese Gesichtszüge wie die Büste insgesamt, und zwar aus allen Ansichten, letztlich von so einer Spannung lebt zwischen Idealisierung auf der einen Seite und Individualität auf der anderen, zwischen Stilisierung und Lebendigkeit, zwischen Nähe und Distanz, könnte man sagen. Und eben erst, wenn man ganz genau hinguckt und immer wieder hinguckt, aus verschiedenen Abständen von den Seiten, merkt man, dass das, was so streng symmetrisch wirkt, eben davon lebt, dass es so streng symmetrisch am Ende eben gar nicht ist. Ja, also nur ein paar Details, man kann jedes Detail jetzt machen, mache ich nicht. Zum Beispiel ist der Kopf eben ganz leicht zu ihrer linken Seite geneigt und auch die Haare, die so ganz fast ornamental streng unter der Haube zu erkennen sind, wenn man eben von den Seiten guckt und rumgeht, sieht man, dass an ein paar Punkten immer einzelne Strähnen eben aus dieser ornamentalen Strenge herauskommen und dann eben doch Lebendigkeit und Individualität signalisieren. Wichtig an der Büste ist auch, oder ich sollte gleich dazu sagen, wo sie eigentlich hinguckt und wen sie eigentlich anguckt, schwer zu sagen, weil wir nicht genau wissen, wie sie aufgestellt war und das hängt natürlich davon ab, wie hoch sie aufgestellt war. Also ich sage jetzt mal, wenn sie normale Höhe aufgestellt war, guckt sie den Betrachter nicht an, sondern hat gesenkte Augen, das wäre ja auch zu erwarten und suggeriert damit eben weibliche Tugenden, Keuschheit, Bescheidenheit, Schamhaftigkeit.
und meidet den direkten Blickkontakt. Gleichzeitig scheint sie doch sehr sich bewusst zu sein, dass man sie anguckt. Ja, also ist irgendwie eine Büste, die suggeriert, dass sie mit dem Betrachter rechnet. Und auch diese Mischung zwischen Schönheit und Tugendhaftigkeit sehr selbstbewusst zur Darstellung bringt. Jetzt sind wir natürlich, stellen wir alle uns die gleiche Frage, wer ist sie denn nun überhaupt? Also so schön und individuell, wer ist sie denn nun? Keine einfache Frage, weil sie eben nicht beschriftet ist, es keine einzige frühe Quelle gibt, die uns dazu was aussagt. Diese Art von Nicht-Dokumentation ist kunsthistorisch immer sehr produktiv, weil man dann viele Hypothesen aufstellen kann und mit guten Ideen kommen. Ich mache jetzt nur eine kleine Liste der aragonesischen Prinzessinnen, vor allen Dingen, die da in Vorschlag gebracht wurden. Und das sollte ich gleich vielleicht noch dazu sagen, dass Bode mit dieser Zuschreibung an Francesco Laurana, der ganzen Gruppe, letztlich davon ausgegangen ist, dass diese 7 oder 8 Laurana-Büsten alle in Neapel entstanden sind, also dem Ort, wo Laurana wesentlich gearbeitet hat, komme ich gleich noch darauf zurück. Und wenn die Büsten in Neapel entstanden sind, liegt es natürlich nahe, erstmal nach aragonesischen Prinzessinnen zu fahnden, die so ähnlich ausgesehen haben könnten. Also, es wurden vorgeschlagen Eleonora d'Aragona, Beatrice d'Aragona, Isabella d'Aragona und einige Sforza-Damen, die mit dem aragonesischen Hof in enger Verbindung standen, zum Beispiel Ippolita Maria Sforza. Und jetzt als neue Hypothese in unserem Katalog zum ersten Mal hat die Kollegin vorgeschlagen, dass es vielleicht sogar Bianca Maria Sforza, also die zweite Frau Maximilians des Ersten, sein könnte. Ich gebe gleich zu, mich überzeugt das nicht, aber als Hypothese doch natürlich interessant. Und natürlich hängt an der Frage, wer sie ist, ganz stark die Datierung, weil die Damen haben ein bisschen verschiedene Geburtsdaten und dass man hier schwer argumentieren kann, dass sie 40 Jahre alt ist und auch schwer argumentieren kann, dass sie 15 ist, führt eben dazu, dass man dann die Datierung im Werk Lauranas immer so hin und her schieben muss, dass sie zu den Lebensdaten der oder der entsprechenden Prinzessin passt. Das alles hat sicher sehr viel Forschung erzeugt, aber glaube ich bislang keine Hypothese zuvor gebracht, der man zustimmen kann. Liegt natürlich auch daran, dass es aus der Zeit keine oder fast keine belastbaren Porträtvergleiche gibt, weil das wäre es natürlich, wenn man von, weiß ich, Isabella d'Aragona was hätte, was wirklich so aussieht wie hier. Und natürlich kommt hinzu, dass eine der großen Qualitäten der Laurana-Büsten ist, dass sie so eine Mischung zwischen Individualität und Idealisierung sind. Das heißt, die Damen sehen sich, also Sie hier und die anderen, die ich gezeigt habe und die anderen, die es noch gibt, sehen irgendwie sich eh alle ähnlich. Könnte man sagen, sind ja alles aragonesische Prinzessinnen. Ich glaube, das ist nicht der Grund, sondern der Grund ist, dass dieser Typus, dieser ideale Typus von weiblicher Schönheit, den Laurana im Kopf hatte, einfach sehr prägend gewesen ist und die individuellen Abweichungen von diesem Schönheitskanon eben nur minimal gewesen sind. In dieser etwas, könnte man sagen, historiografisch verfahrenen Situation, dass wir ganz viele Vorschläge haben und keinen, der wirklich überzeugt, hat dann aus meiner Sicht sehr interessanten Vorschlag 1993 Britta von Götzmoor gemacht, die also vor 30 Jahren einen aus meiner Sicht sehr wichtigen und auch für unsere Ausstellung sehr wichtigen Aufsatz geschrieben hat im Frankfurter, also im Städel-Jahrbuch und hat in diesem Aufsatz zum ersten Mal die These gewagt, dass unsere Laura eben tatsächlich keine aragonesische Prinzessin ist, sondern ein Idealbildnis der Geliebten von Petrarca, also ein Idealbildnis von Laura. Das war mal eine ganz neue These, jetzt im Unterschied zu dem Versuch, sie mit dieser oder jener Person zu identifizieren. Und das Hauptargument, was sie für diese Identifikation bringen konnte, ist der berühmte Laurentianer Petrarca-Kodex, den wir auch unten in der Ausstellung haben, in dem sich eben ein Laura-Porträt befindet, das Sie jetzt hier sehen können. Warum, könnte man jetzt sagen, braucht das 30 Jahre, bis diese recht interessante These mal wieder thematisiert wird, weil tatsächlich kommt es, diese aus meiner Sicht sehr interessante These, in der Laurana-Forschung seitdem eigentlich nicht vor. Und das hat zwei historiografische Gründe, nämlich, dass der Aufsatz erscheint 1993, die wichtigste Monographie zu Laurana von Hanno Walter Kruft
erscheint 1995, aber der Autor ist kurz davor verstorben. Ja, und also vielleicht wissen Sie es nicht, aber kunsthistorische Bücher dauern immer ewig. Das heißt, wenn das Ding 95 erscheint, war das Manuskript deutlich davor fertig. Das heißt, Gruft hat diesen Aufsatz von 93 einfach nicht mehr gelesen. Und das zweite einflussreiche, relativ umfassende Buch, ist keine Monographie, aber relativ umfassende Buch, speziell auf die weiblichen Büsten konzentriert, ist eine Arbeit von Shruza Damyanaki, war zuerst eine Dissertation, die dann auch als Buch erschienen ist. Und auch diese Dissertation stammt von 1994. Also auch an Frau Damyanaki ist, sag ich mal, dieses neue Ergebnis, diese neue These vorbeigegangen. Und wie das manchmal in der Literatur passiert, dann lesen die Leute immer nur noch das Neueste und irgendwie ist dieser Aufsatz etwas untergegangen. Und einer der Ansätze der Ausstellung ist hier zu sagen, diese an sich gute These müsste man vielleicht noch mit ein paar mehr Argumenten untermauern oder die problematischen Teile dieser These versuchen nochmal sich genauer anzugucken. Das heißt, man beginnt am besten mit dem Laurentianer Kodex selber, einer der, ja, Medici-Besitz, deswegen habe ich links auch nochmal den Einband gezeigt, also das ist einfach ein Inkunabel der Medici-Bibliothek, zur Abwechslung mal richtig datiert, 1463, ja, das ist ganz sicher, und davon ist eben die Frau von Götzmaur ausgegangen, die hat gesagt, nur der Kodex ist 1463 und die Laurana-Büste ist sicher später, also ne, kannte der halt den Kodex. So einfach ist es nicht, und das ist auch immer die Fundamentalkritik an diesem Aufsatz von Götzmaur gewesen, dass ja nicht gesagt ist, dass die Porträts, die vorne im Kodex sind, aus der gleichen Zeit stammen wie der Kodex selber. Jetzt gucken wir uns vielleicht die beiden Porträts nochmal an. Sehr ungewöhnlich für ein Manuskript des 15. Jahrhunderts, also ein Pergamentkodex. Die ersten beiden Seiten mit diesem Doppelporträt von Petrarca und Laura. Sicher gehören die beiden ersten Seiten zum Originalbestand des Kodex, heißt aber noch nicht, dass sie nicht am Anfang leer waren und jemand anderes was später neu drauf gemalt hat. Interessant ist, jetzt gucken wir uns gleich nochmal die beiden Porträts genauer an, also auf den ersten Blick sieht man ja, dass diese beiden Porträts, dass das jetzt nicht original für diesen Kodex konzipiert ist. Man sieht ja sofort, dass es nach zwei voneinander unabhängigen, jedenfalls nicht füreinander konzipierten Porträts von Petrarca und Laura gemacht ist, denn sonst hätten sie sich ja wohl mindestens angeguckt oder wären beide im strengen Profil dargestellt. Also offensichtlich hat der Miniator zwei verschiedene Vorlagen genommen und die hier kombiniert, auch weil sie ja ganz anders auf der Seite sitzen, der eine Ausschnitt größer ist als der andere. Also spricht alles dafür, dass das hier keine Originalerfindungen sind, sondern dass das auf autoritätsvolle Urbilder oder Vorbilder zurückgeht. Interessant ist auch noch, und das kommt in der Literatur so ganz am Rande mal vor, dass ganz am Ende des Kodex gibt es eine Inschrift, die da unten zu sehen ist. Und da steht kurz und knapp, Baldassare Fiammingo fece il ritratto di Petrarca. So, also da steht jetzt irgendein Baldassare aus Flandern oder aus den Paesi Bassi, hat das Petrarca-Porträt gemacht. Ich würde jetzt sagen, als jemand, der sich tatsächlich mehr im 17. Jahrhundert auskennt, das sieht sehr nach einer Schrift des 17. Jahrhunderts aus. Also im 17. Jahrhundert aus meiner Sicht hat das da jemand reingeschrieben. Heißt natürlich immer noch nicht, dass er recht hat, heißt immer noch nicht, dass die Information, die er da inschriftlich festhält, nicht eine ältere Information ist. Aber jedenfalls die Inschrift hinten, die sagt, dass dieser Baldassare Fiammingo das Petrarca-Porträt gemacht hat, sieht schon mal nach 17. Jahrhundert aus. Ich werde jetzt keine Stilübung aus dem Vortrag machen, trotzdem, Stilgeschichte gehört schon auch dazu. Und jetzt gucken wir uns vielleicht mal die Details an. Man sieht ja schon, dass das, also da sind auch, das müsste mal restauriert werden, da sind sicher auch spätere Interventi dabei. Und was man sehr schön sehen kann, dass eben im Wesentlichen die Porträts angelegt sind mit der Feder und dann hinterher aquarelliert. Und dass man auch sieht, dass sehr stark mit eben Kreuzschraffuren gearbeitet ist, um die Licht- und Schattenwirkung und auch um die, sag ich mal, die Plastizität heraus zu modellieren. Es ist jetzt nicht einfach, Vergleiche dafür beizubringen, weil im 15. Jahrhundert ganzseitige oder fast ganzseitige Porträtbüsten in Kodizes, das ist eine ganz große Ausnahme. Die wenigen, die es da gibt, kann man nicht wirklich vergleichen. Wenn ich das einfach nur so irgendwo sehen würde, ohne den Kodex, würde ich sagen, für mich sieht es ziemlich stark nach 17. Jahrhundert aus. Ja, also ich würde glauben, dass die nicht aus der Entstehungszeit des Kodex sind, sondern später hinzugefügt
wurden. Faktum ist, dass, weil der Kodex so berühmt war, er natürlich im Verlauf der Geschichte immer mal wieder erwähnt wird in irgendwelchen Listen, in irgendwelchen Inventaren. Und tatsächlich werden, der Kodex wird immer erwähnt, aber ausdrücklich diese beiden Porträts, die Ersterwähnung ist in einem Inventar von 1788. Also das ist eben ein Schwachpunkt dieser Argumentation, zu sagen, das ist das Vorbild für die Lauraner-Büste oder, ja, aber ich glaube, dass das eigentlich nur ein Detail ist, weil wie ich ja schon gesagt habe, ist das Petrarca-Bild und das Laura-Bild in diesem Kodex in jedem Fall kein Original. Das ist kopiert nach irgendwas anderem. Ja? Und das heißt, es muss auf jeden Fall, egal wann das entstanden ist, Urbilder gegeben haben, die so wirkmächtig waren, dass sie zum Beispiel noch im 17. Jahrhundert, gibt es auch andere Zeugnisse dafür, eben als Vorbilder für Laura und Petrarca gedient haben. Und was jetzt mit Blick auf Laurana aber interessant ist, dass die Rezeptionsgeschichte dieses Urtypus von Laura-Bildern deutlich weiter zurückreicht als das 17. Jahrhundert. Also wir können auch dokumentieren, dass dieses Urbild, was wir nicht haben, existiert haben muss. Auch da mache ich jetzt nur ein paar Beispiele, natürlich auch aus dem Kunsthistorischen Museum, auch in der Ausstellung, das Laura-Bild links, wo man ja eindeutig sieht, dass es der gleiche Typus ist wie der Laurentianer-Typus, vom Kopftypus, vor allen Dingen die Haube mit dem Blumenbesatz und dieses sehr charakteristische Schmuckornament, was bis in die Stirn hereinreicht, was ja bei unserer Wiener Büste vorhanden war, aber nicht mehr nur noch als Schatten auf der Stirn zu sehen ist. Aber das ist ganz charakteristisch, also das wäre eben zum Beispiel schwer zu datieren, aber ich würde mal sagen, so Größenordnung Mitte 16. Jahrhundert, das Bild links oder sowas hier. Es gibt ganz viele, man könnte ganz lange Liste machen und da kommt es jetzt ja nicht auf die Qualität an, sondern es kommt auf die Wirkmächtigkeit des Urbildes an, was offensichtlich sich durchgesetzt hat im 16. Jahrhundert als das Laura-Bild. Rechts ein in der Forschung viel beachtetes, aber künstlerisch natürlich sehr dürftiges Bild im Oxford im Ashmolean Museum, was aber zeigt, ja, das sind ja beide Porträts aus dem Kodex der Laurentianer zusammengeführt zu diesem Doppelbildnis oder links ein kleinformatiges Porträt desselben Typus der Laura, das vor einigen Jahren hier im Dorotheum versteigert wurde. Dieser Typus der Laura setzt sich ist im 16. Jahrhundert omnipräsent, es ist der Laura-Typus mit der höchsten Autorität und das führt eben auch dazu, dass große Ausgaben in Venedig, so um die Mitte des 16. Jahrhunderts, genau diese beiden Porträts, die wir auch im Laurentianer-Kodex rezipiert finden, aufgenommen werden. Das ist jetzt ein Beispiel von 1649 und wir haben ein Exemplar auch in der Ausstellung und natürlich spätestens mit so einem gedruckten Werk wird so ein Typus unglaublich weit verbreitet, wird noch kanonischer, wird, also jeder, der den Canzoniere aufschlägt, für den ist das Laura. Ja, so sieht sie eben aus. Das kann man dann weiter verfolgen, wenn man Lust hat, die ganze Rezeptionsgeschichte bis ins 19. Jahrhundert. Ein Höhepunkt der Rezeptionsgeschichte von diesem Bild als die kanonische Laura ist dann Leopoldo Cicognara, aus dessen großem Werk über die Geschichte der Skulptur die Seite rechts stammt und ausgehend von dieser Publikation von Cicognara, der wieder diese beiden Bilder propagiert, gibt es dann im 19. Jahrhundert eine ganze Forschung dazu, ob jetzt dieses, gibt es sogar Leute, die behaupten, dass diese beiden Bilder die Originale wiedergeben, ja, was immer das heißt. Manche meinen sogar, weil Petrarca hatte ja ein Bild seiner Laura, was wir natürlich nicht haben, aber was Petrarca so schön beschrieben hat und sagen sogar, dass das eigentlich das Laura-Bild von Petrarca ist. Ja? Also die Fantasien entwickeln sich immer weiter, aber wichtig ist, dass sie diese durchgehende Tradition vom 16. Jahrhundert bis ins 19. und 20. Jahrhundert gibt. Also spätestens mit Leopoldo Cicognara ist das die Laura und alle anderen haben sich als Laura-Vorbild verabschiedet. Jetzt komme ich zum letzten Teil des Vortrages, denn wenn wir jetzt sagen können, also die Wiener Büste sieht diesem Laura-Typus, wie er zum Beispiel in dem großen Laurentianer-Kodex abgebildet ist und in vielen anderen Werken der Kunst des 16. Jahrhunderts, sehr ähnlich. Also aus meiner Sicht ist dieses Bild, was wir vorhin gesehen haben von Laura aus dem Kodex und die anderen, dieser Typus ist unserer Wiener Büste ähnlicher als jeder Porträtvergleich, den ich gesehen habe. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich Laura ist und eben keine
Darstellung dieser oder jener aragonesischen Prinzessin ist aus meiner Sicht ziemlich hoch. Aber wir wollen diesen Wahrscheinlichkeitsgrad noch ein bisschen erhöhen. Und wie können wir das machen, damit es nicht bei einer reinen Ähnlichkeit bleibt? Also nehmen wir nochmal Wilhelm von Bode ernst, der gesagt hat, Laurana, der hat die Büsten in Neapel gemacht. Also die kontextualisierende Entwicklung der These würde jetzt beinhalten zu sagen, wie würde denn die Erfindung eines Laura-Bildes in den Humanismus in Neapel hineinpassen? Auch hier muss ich mich kurz fassen. Neapel, links Castel Nuovo, rechts die berühmte Tavola Strozzi, also ein Unikum einer Stadtvedute aus dem späten 15. Jahrhundert von Neapel, die hier nur dafür dastehen soll, dass Neapel in der Zeit eine der Megastädte, würde man heute sagen, gewesen ist, deutlich größer als Rom, Größenordnung Paris und dann ganz lange gar nichts. Ja, also Neapel ist eine Megalopolis und eben in der Renaissance, neben Florenz würde ich sagen, das wichtigste Zentrum am Hof der Aragonesen der Renaissance-Kultur und zentrales Zeugnis dieser humanistischen und künstlerischen Kultur Neapels, eben das Castel Nuovo mit dem berühmten Arco Triumphale, der eben, und jetzt sind wir wieder bei Laurana, in seinen wesentlichen Teilen von Laurana, unserem Laurana, stammt. Also sind wir schon relativ dicht dran. Wie kommen wir jetzt der Sache noch ein bisschen näher? Wann war Laurana in Neapel? Laurana war zwischen 1453 und 1460 ist er in Neapel dokumentiert, zwischen 1473 und 1475. Das ist dokumentiert und dann wird angenommen, dass er zwischen 1484 und 1492, wo er sich andernorts nicht dokumentieren lässt, sehr wahrscheinlich nochmal für eine längere Zeit in Neapel gewesen ist. Seine anderen Reisen gehe ich jetzt nicht darauf ein, halt Sizilien und dann Südfrankreich und so weiter, aber viele Aufenthalte in Neapel, wo diese Büste hätte entstehen können und wo eben Laurana vor allen Dingen, und darauf kommt es ja jetzt an, teilgenommen haben wird, an dieser humanistischen Kultur am Hof der Aragonesen. Und was hat das alles mit Petrarca zu tun? Naja, es hat mit dem zentralen Ereignis im Leben Petrarcas zu tun. Wir haben gesagt, der Mann ist in Arezzo geboren, hat dann in Avignon gelebt und ist dann in der Nähe von Padua gestorben. Aber wenn Sie Petrarca fragen würden, ja, was war das Schlüsselereignis meines Lebens, würde der sagen, das hat mit Neapel zu tun und hat mit seiner Dichterkrönung zu tun. Ja? Und die wichtigsten Menschen und Orte für diese Dichterkrönung sind links Robert von Anjou, der König von Neapel, zu dem Petrarca gereist ist, der Petrarca geprüft hat mit seinen Hofliteraten, ob er es denn würdig sein würde, zum ersten Mal seit der Antike, das ist jedenfalls der Mythos, könnte man historisch ein bisschen detaillieren, aber jedenfalls der Mythos ist die erste Dichterkrönung seit der Antike, Petrarca. Ja? Und wer macht das, wer veranlasst das? Der König von Neapel, und den beschreibt Petrarca eben als nicht nur König der Könige, sondern als König der Philosophen. Ja, das war für Petrarca das Ideal eines weisen Herrschers und wir sehen ihn links. Also dieses zentrale Ereignis im Leben Petrarcas, man würde jetzt mit vielleicht Stephen Greenblatt sagen, der Moment, der größte des Momentes von seinem Self-Fashioning, ja? Also wie hat er sich selbst inszeniert? Und in der Tat denkt man, ne, die Dichterkrönung Petrarcas, die tatsächlich auf dem Kapitol in Rom stattgefunden hat, also nicht in Neapel, das ist rechts dargestellt in einem Bild des 19. Jahrhunderts. Warum zeige ich Ihnen ein Bild des 19. Jahrhunderts? Weil es davor eigentlich nichts gibt. Ja, komischerweise ist dieses tolle Ereignis, dieses Wahnsinnsereignis der Dichterkrönung kaum je dargestellt worden. Gibt es gute Gründe dafür, gehe ich nicht darauf ein, aber deswegen zeige ich dieses sehr seltene Darstellung des Triumphzuges, dieses Zuges von Petrarca auf dem Triumphwagen, der hier gezeigt ist, wie er Richtung Kapitol zieht, wo die eigentliche Dichterkrönung stattfindet. Alle Quellen, die wir dazu haben, stammen von Petrarca selber. Ja, also das heißt, der hat die Deutungshoheit über seine Dichterkrönung gleich selbst in der Hand behalten, Briefe, Beschreibungen und so weiter. Und worauf kommt es dabei immer an? Das Ganze findet zwar in Rom statt, aber es hat ursächlich mit der Person des Robert von Anjou, mit diesem weisen König aus Neapel zu tun. Und der kann leider nur nicht kommen, weil er alt und krank ist. Ja? Das heißt, und Petrarca beschreibt lang und breit, wie wichtig der Mann ist und dass er zwar physisch nicht da ist, aber trotzdem die ganze Zeit anwesend. Denn was hat der weise König gemacht? Er hat Petrarca
seinen eigenen Königsmantel geschenkt und in diesen Mantel hat sich Petrarca eben zum Dichter krönen lassen auf dem Kapitol. Das heißt, die physische Präsenz des Königs war einfach durch den Mantel schon gegeben und Petrarca sorgt dafür, dass wir jedenfalls wissen, dass Neapel zentral für die Dichterkrönung ist und das wird auch für eben Petrarca selbst und natürlich für die ganze Petrarca-Rezeption und den Petrarca-Kult des Humanismus zentral sein. Ja, weil was ist für einen Humanisten relativ interessantes Ereignis? Die Dichterkrönung natürlich. Ja. Es gab da vielleicht noch andere davor, gehe ich nicht darauf ein, aber seit der Dichterkrönung Petrarcas hat der Dichter an sich und die Dichtung überhaupt einen ganz anderen Status. Man könnte kurz gesagt davon sprechen, dass sie jetzt staatstragend geworden ist. Und das heißt, dieses Ereignis ist für die Definition von Dichtern, von Humanisten durch die gesamte Neuzeit, also wenn Sie, geht bis ins 20. Jahrhundert, ja? Also der frühe Stefan George, wenn der sich schön fotografieren lässt, was hält er in der Hand? Natürlich ein Petrarca, ja? Ist ja klar, Dichterkrönung und so weiter. Also wirklich wirkmächtig im Sinne des Self-Fashioning und eben auch im Sinne der Rezeptionsgeschichte. Also Petrarca ist eine große Figur im Neapel der Aragonesen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Auch hier kann ich das nur an ein paar Punkten festmachen. Man kann sagen, dass sich im Verlaufe des 15. Jahrhunderts die Petrarca-Rezeption insgesamt in Italien von den lateinischen Texten weg und hin zu den italienischen Texten verschiebt. Italienische Texte heißt in allererster Linie Canzoniere, heißt im zweiten Schluss Laura, ja, das sind alles Laura-Gedichte und das heißt, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts beginnen die Leute an, darüber nachzudenken, wer ist denn eigentlich die Laura, wie hat die ausgesehen, wie hat die geheißen und so weiter. Klammer auf, schon Zeitgenossen Petrarcas hatten starke Zweifel daran, ob Laura überhaupt eine Person war oder eine dichterische Erfindung. Ja? Aber diese Zweifel von Zeitgenossen Petrarcas, zum Beispiel Boccaccio, hat Petrarca jedenfalls gleich versucht zu entkräften, denn in dem berühmten Vergil-Kodex der Ambrosianer hat er alle möglichen Anmerkungen reingeschrieben und vorne reingeschrieben, so eine Kurzfassung der Vita von Laura und wann er sie getroffen hat, mit Datum, in welcher Kirche und wie es passiert ist und was dann, ja. Also, und was wichtig ist für unseren Zusammenhang, im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert, im 18., im 19. Jahrhundert hätte niemand daran gezweifelt, dass Laura eine Person war. Es ist erst die Hermeneutik des 21. Jahrhunderts, die dann da eigentlich jetzt doch, würde ich sagen, stark dazu tendiert, die Laura im Text aufzulösen. Ja, also die schönsten Seiten dazu, würde ich sagen, Karl-Heinz Stierle, großartig, hunderte von Seiten zur Faktum, wie sich Laura im Text generiert. Jetzt spricht man einer textgenerierten Laura. Aber das ist für uns irrelevant, weil im 15. und wie gesagt, den folgenden Jahrhunderten ist Laura ganz real und physisch und alle versuchen rauszukriegen, wie sah sie wirklich aus, wie hat sie geheißen, Lebensumstände. Und zum Beispiel aus Neapel gibt es einen Fall, da fährt ein neapolitanischer Humanist, der fährt extra nach Avignon, um nach Laura-Bildern zu fahnden und meint eins zu finden, lässt es kopieren, bringt es zurück nach Neapel, also das kann man gut dokumentieren. Und für diese ganze humanistische Dichtungs- und Kunstkultur in Neapel ist der Mann links fundamental, eben natürlich Giovanni Pontano, großer Humanist, großer Gelehrter, aber auch Politiker, Staatskanzler der Aragonesen, hier die Büste aus Genua und der steht hier nur beispielhaft für diese große humanistische Tradition Neapels und ganz konkret Petrarca-mäßig kann man zeigen, dass die Produktion von Petrarca-Manuskripten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts noch sehr stark norditalienisch ist, also Mailand zum Beispiel, Verona zum Beispiel, Venedig zum Teil und dann sich aber im Verlauf der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ein zweites Zentrum in Neapel bildet und ich zeige hier nur eine besonders schöne Petrarca-Handschrift, die in Neapel entstanden ist, illuminiert von Cristoforo Majorana heute in New York, einfach um zu unterstreichen diese Petrarca-Rezeption und diese Petrarca-Kult in Neapel. Das könnte man jetzt noch viel detaillierter machen. Ich bringe nur noch zwei Beispiele. Also Petrarca wird rezipiert, die Manuskripte werden kopiert, illuminiert, aber auch die Dichter in Neapel, die zentralen Dichter, die Hofdichter, sind unglaublich Petrarca fixiert. Zwei Dichter, die man unbedingt nennen muss, Hofdichter der Aragonesen, Benet Gareth, Katalane, und natürlich Jacopo Sannazzaro, sicher bekannter, Autor der Arcadia 1504, publiziert, aber eben die Ursprungstexte, also wo er anfängt mit der Arcadia, das geht bis in die 80er Jahre zurück.
des 15. Jahrhunderts. Und da sind wir also noch bei Laurana und bei unserer Büste ziemlich dicht dran. Rechts das Grabmal von Sannazaro in Santa Maria del Parto, berühmtes Grabmal von Montorsoli, und links nochmal das Grabmal von Petrarca in Arqua. Nicht um zu sagen, dass sie genau gleich aussehen, aber um zu sagen, dass die beiden Grablegen erstaunlich viel miteinander zu tun haben. Gar nicht mal formal zunächst, sondern von ihrer Aufstellung, von ihrem Aufstellungskonzept her. Denn wo steht das Grabmal von Petrarca in Arqua? Sie steht in einem arkadischen Setting in der Nähe seines Landhauses, das ja auch noch erhalten ist heute, Petrarca Haus. Das heißt, er lässt sich begraben unmittelbarer Nähe seines Landhauses. Ja? Das gleiche ist der Fall bei Sannazaro, der bekommt ein Grundstück geschenkt vom König in Mergellina, also genau dieses arkadische Setting. Und der Hauptgrund für diese Wahl dieses Settings ist sicher, dass da direkt den Hügel rauf das Grabmal von Vergil war. Und ne, so Sannazaro und Vergil war auch eine ganz gute Achse, aber ich glaube, es gibt auch ganz stark diese Petrarca-Achse, denn auch Sannazaro lässt sich in Mergellina ein Landhaus bauen, lässt dort einen Konvent bauen und eine Kirche und lässt sich eben in unmittelbarer Nähe aus seines Landhauses begraben, in der Kirche von Santa Maria del Parto. Man könnte jetzt noch ein bisschen weitergehen und sagen, dass auch von Details natürlich abgesehen, der Typus mit dieser dominanten Sarkophag in der Mitte auf diesen hohen Stützen mit der bekrönenden Büste in der Mitte, die natürlich Lorbeer bekrönt ist, also es gibt genug Petrarca-Referenzen hier, aber viel wichtiger noch ist, dass Sannazaro in seiner Dichtung sehr stark ein früher Vertreter des humanistischen Petrarchismo ist, also die Versteile der Arkadier sind durchzogen von Petrarca-Zitaten, die Rime von Sannazaro, die auch zum Frühwerk gehören, sind im Prinzip Varianten auf Petrarca-Verse, also die beiden genannten Dichter, Garrett und vor allen Dingen Sannazaro, sind hervorragende Vertreter dieser Petrarca-Rezeption in Neapel, genau gleichzeitig zu dem Moment, wo wir annehmen, dass Laurana die Wiener Büste geschaffen hat. Und das heißt, die Annahme, wie gesagt, nicht dokumentiert, keine Aufträge, wir wissen gar nichts. Also was wir machen können, ist Kontextualisierung, Rekonstruktion des Kontextes. Und ich würde sagen, dass wenn ich mir vorstellen sollte, wo eine Büste wie die Wiener, die wahrscheinlich die Laura darstellt, in diesem Moment von Francesco Laurana am wahrscheinlichsten gemacht worden ist, dann würde ich sagen Neapel, weil sie eben sehr gut in diese aragonesische Hofkultur hineinpasst. Man könnte sich vorstellen, dass die Büste halt fürs Herrscherhaus gewesen ist. Man könnte sich vorstellen, dass sie für einen der vielen Humanisten im Umkreis der Accademia Pontaniana ausgeführt wurde. Und ich denke, Beweise gibt es keine, aber die Aufgabe ist ja, möglichst den Deutungs- und Bedeutungshorizont des Stückes so abzustecken, dass man viele Elemente hat, die Argumente, die es, wie gesagt, die These ja schon seit 30 Jahren gibt, zu stützen. Und das ist jetzt natürlich bei Ausstellungen wirklich gut, also hier nochmal unsere Büste in Wien. Und eines der wichtigsten Kennzeichen der Büste ist eben ihre farbige Fassung. Und das Besondere ist auch die Gestaltung des Haarnetzes mit diesen aufgesetzten, als Wachsapplikationen aufgesetzten Blüten auf der Haube. Ja, das ist ganz charakteristisch, wenn man drum geht, ist charakteristisch. Und das ist eben auch ein sehr schönes Ergebnis unserer Ausstellung, dass sich die Restauratoren des Kunsthistorischen Museums, jetzt weil wir die Ausstellung gemacht haben, das Stück nochmal ganz genau angeguckt haben. Und links sehen Sie Detailaufnahmen, einmal mit UV und einmal ohne UV von diesen Blüten, von denen man sieht, dass sie sicher schlecht erhalten und sicher überarbeitet und sicher und so weiter. Aber was man sieht ist, es sind vierblättrige Blüten und die beiden Restauratoren, die das untersucht haben, haben, wie ich denke, die sehr überzeugende These aufgestellt, also der Herbert Reitschuler und die Katharina Ulier, dass es sich bei diesen Blüten nicht um generische Blüten handelt, sondern dass da eine verdächtige Ähnlichkeit zu Lorbeerblüten besteht. Und da ja dieser Dualismus von Laura und Lorbeer inhärent in allem ist, was wir hier diskutieren, von Petrarca angefangen bis zu Karl-Heinz Stierle, würde ich sagen, wäre natürlich, wenn es tatsächlich Lorbeerblüten sind, das ist ein wunderbares Ergebnis der Ausstellung, dieses zusätzliche Argument gewonnen zu haben. Und es wurde noch ein zweites zusätzliches Argument gewonnen. Und das ist die Büste von unten, die, wie man sieht, nicht für die öffentliche Betrachtung gedacht war. Aber da hat jemand, wir wissen noch nicht wann, auf jeden Fall, wenn Sie da genauer in der Mitte gucken, unterhalb der Bohrung, steht da mit einigem Optimismus Laura
drauf. Ja? Und das heißt natürlich immer noch nichts, weil wir nicht genau wissen, wann es da jemand draufgeschrieben hat, aber jedenfalls zu einem Zeitpunkt, also die Inschrift ist sicher nicht von gestern und auch nicht von vorgestern, sondern etwas älter, zu einem bestimmten Zeitpunkt, den es noch genauer zu definieren gibt, hat auf jeden Fall mal jemand geglaubt, dass es eine Laura ist. Und das ist, denke ich, doch ein weiteres sehr schönes Argument, das eben auch nur zutage tritt, wenn, wie ich sagen würde, museale und akademische Kunstgeschichte wie in diesem Fall so gut zusammenarbeiten. Ich bin von der These, die ich jetzt hier versucht habe, zu stützen, 100% oder fast 100% überzeugt, aber muss als seriöser Historiker natürlich zugeben, dass es auch noch andere Varianten gibt. Und eine Variante, die auch möglich wäre und ganz in der Linie des Renaissance-Denkens zum Renaissance-Porträt liegt, wäre das, was in diesen beiden Porträts passiert. Also natürlich die berühmte Laura des Kunsthistorischen Museums oder rechts die Laura Battiferri von Bronzino im Palazzo Vecchio in Florenz. In diesem Fall haben wir es eben mit einer Mischung zu tun von einem Porträt einer realen Person, die aber in Gestalt der Laura auftritt. Ja, also die Dame links, ich gehe jetzt nicht in die Diskussion, wer sie ist und warum sie ist, das lassen wir jetzt, aber sie ist eine Person und lässt sich aber so darstellen, allein durch die Lorbeerblätter, in Gestalt der Laura. Und das Gleiche noch stärker rechts, die Dame heißt ja schon Laura Battiferri, war eine Dichterin, hält einen Petrarca-Gedichteband in der Hand. Ja? Also das heißt, die Dame bezieht sich in ihrem dichterischen Anspruch auf Petrarca, aber wenn sie schon Laura heißt, wird sie sich auch auf Laura als Person und das Schönheitsideal, was dahinter steht, beziehen. Und das heißt, es ist durchaus denkbar, dass wenn sich eines Tages herausstellt, dass unsere Wiener Büste nicht die Laura allein an und für sich ist, sondern eine aragonesische Prinzessin, die man gut dokumentieren kann, dann bleibt immer noch die sehr wahrscheinliche These, dass diese oder jene aragonesische Prinzessin sich in der Wiener Büste in Gestalt der Laura hat darstellen lassen, um durch diesen Verweis auf das Laura-Bild die eigenen Schönheitsideale, den Schönheitskanon, sozusagen den Referenzrahmen für die Deutung des eigenen Bildes gleich mitzuliefern. Und mit dieser Abschlussthese schließe ich. Vielen Dank.